Was ist denn das? Ja, es ist irgendwie so, es gibt einen Bug, weswegen dieses Level erst dann erscheint, wenn man das Spiel einmal neu gestartet hat, und deswegen war es letzte Folge nicht da gewesen. Jetzt ist die Codierung kurz nicht da, jetzt ist sie wieder da, aber gut, wollen wir das doch mal spielen? Ja gut, ich hatte schon mal einen Anfang dieser Folge eigentlich aufgenommen gehabt, das Problem war, dann hatte ich keine Zeit mehr, in der ich das Level hätte fertig spielen können oder sowas. Weswegen ich das dann nochmal... was ist denn jetzt mit der Codierung los? Wartet mal, ich schließe hier gerade mal noch mehr. Da haben wir zwar nichts mehr offen, außer King Rush und OBS. Weil das kann doch irgendwie auch nicht sein, dass OBS nur noch dann aufnehmen kann, wenn nichts läuft. Und selbst jetzt ist die Codierung noch überlastet. Warte mal, ich beende mal kurz die Aufnahme. So, ich habe jetzt gerade mal in OBS so ein paar Einstellungen geändert. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Machen wir mal so und so. Dann machen wir so. So, dann machen wir hier Welle annehmen. So. Da kommen die Husks. Nun werden wir sie vernichten, weil das ist genau das, was ich will. Also die Husks vernichten und so. Wisst ihr Bescheid. So. Ja, dann. So, zwei sind vernichtet. Und der Rest folgt sogleich. Machen wir doch vielleicht einfach mal die Dinger zur Abwechslung, weil ich habe mal irgendwo gelesen, die Dinger sind nicht gut gegen den Boss hier. War so eine Geschichte, die ich im Kingdom Rush Wiki gelesen habe. Deswegen sollten wir die vielleicht vermeiden. Denn was nicht gut gegen den Boss ist, ist generell nicht gut für das Level. Würde ich jetzt mal so als Faustregel einführen, die vielleicht geht. Ja, das ist gut, Oni. So. Oni, steh nicht nur so rum. So. Bombt die Spinnen platt. Also bombt, ihr zwei Zwerge, die da auf dem Turm stehen in der Grafik. Ja, Bonsai! So. Ja, genau mein Motto. Und jetzt kommen was? Ach, noch mehr Husks. Na los, ich brauch mal Geld. Oh, Oni, hau doch nicht einfach wieder nach da oben ab. Hat schon einen Grund, dass ich dich da runter geschickt hatte. So, Oni, mach sie platt. Na, endlich. Ja. Oh je, da kommen sie in Horden an. Wie ich sie nicht gerne sehe. Also in so großen Horden. Denn da sind sie schwer aufzuhalten. So. Mach mal Ritter. Denn Ritter kämpfen gut. Oje, oje, oje. Was kommt denn da ab? Rotschwum.
Giftige Sporen. Da gab es hier doch dieses Achievement Spore, weiß ich sogar. Das weiß ich aber auch nur, wenn DK das Spiel dazu let's played hat. Also Spore. Oder wie auch immer man es richtig aussprechen muss. Ich weiß es ja nicht. So. Jetzt kommen die Pilze irgendwie bis hier. Ja gut, Oni zurück. Also zurück zum Anfang, meine ich, wo du am Anfang warst. Nicht zurück in keine Ahnung was. Ja, jetzt haben wir die. Noxious Creeper und irgendwas. Ja. Hier mit unserer 500 mm Big Bertha. Ja, so. Da kämpft er gegen die Creeper und macht sie platt. Und hier warte ich geduldig darauf, dass ich Raketen machen kann. Damit ich dann stärker bin gegen die. Ach, hier kommt mal wieder so ein Hass auf den Sumpf. Setzen wir mal nur ein einziger. Ist irgendwie jetzt nicht so beeindruckend. So. Bombardiert sie! Ja, genau mein Motto. Kannst du dann mal... Geht doch. Und jetzt. Wieso kriege ich eigentlich kein Geld auf den raus? Diesen Spinnen. Geht doch. Ach, mal wieder ein Baum. Ja, die kennen wir ja noch. Und jetzt wird der Baum ordentlich bombardiert. Oni! Nein, doch dahin! So. Das macht dem ja gar nichts. Dem Baum. Ja! Diesen guten Tag nutzt jetzt mal hier unten, indem du Gegner tötest, Oni. So. Ich würde dann ja doch gerne mal wieder eine Bertha machen. Nein. Ich glaube, diese Taktik funktioniert überhaupt nicht. Wir haben viel zu wenig Truppendinger hier. Dann machen wir es jetzt mal anders mit... Hier weiterhin mal Truppen setzen und dann machen wir überall sonst... Komm, Bogen. Ja, warum hat er da kein Gesetz? Ich weiß nicht, ob diese Taktik besser funktionieren wird oder nicht, aber man muss es mal ausprobiert haben. Da haben wir kein Geld mehr. Ja. So. Problem ist, wir haben ja DK nicht, der unser Strategiemeister ist.
Ohne den wird das Ganze ein wenig schwer zu planen. So, wie viel Schaden machen sie dem Kuss? Naja. Das ist jetzt nicht die Welt. Dann lassen sie dem vor allem ja so halb tot rumlaufen. Muss der Oni schon wieder aushelfen, weil diese Bogen zu blöd sind, um die Gegner tot zu kriegen. Ist irgendwie nicht die ideale Strategie. Kommt jetzt schon die nächste Welle. Und wir müssen hier die Ritter mal verbessern, weil sonst wird das nichts. So. Dahin. Und der Creeper nimmt irgendwie viel zu wenig Schaden von den Bogentürmen. Ich glaube, irgendwie diese Strategie ist noch schlimmer als die davor. Weil die Spinnen können eigentlich nur von so einem Bombenviech platt gemacht werden. Deswegen gehen wir doch vielleicht wieder auf Bomben. Den können wir aber nicht auf den aufwerten, weil das würde ich sonst machen. Dann machen wir hier mal aus Verzweiflung heraus. Weil ich weiß nicht, wie man das Level sonst gescheit lösen kann. Die hier irgendwas bringen, weiß ich auch nicht. Das ist so das Problem. So. Komm, mehr Noxious Creeper. Und Uni, geh mal wieder dahin. So. Probieren wir jetzt nochmal mit dem Tesla. Vielleicht ist der ja doch geeignet hier. Ich weiß es halt nicht, weil, wie gesagt, ohne Descartes als Strategiemeister, der ja irgendwie jedes Level aufwendig kennt. Nein! Glaube ich. Ich guck mir mal an, wie man das Level gescheit lösen kann und dann komme ich nochmal zurück. So, ich habe jetzt mal mir so eine Strategie angesehen, da kommt hier so einer hin. Und erstmal gar keine Baracke, die kommt dann später hier hin. Ja, die Dinger wurden darin auch nicht weiter verwendet. So, Oni macht sie platt. Und das versucht er jetzt zumindest. So. Ja, genau. Und werft sie ab. Also, wenn ihr mal in die Nähe der Truppen kommt, beziehungsweise die Truppen in die Nähe von euch kommen. So. Feuerregen! So. Einmal mit Overcharge ankommen. Und wenn das getan ist, dann das hier noch.
Ja. So.